Alle waren erstaunt, als sie sahen, dass der Tesla-Bot auf der Bühne tanzte. Das Konzept des Roboters besteht darin, Menschen bei alltäglichen langweiligen Aufgaben wie dem Einkaufen, dem Putzen des Hauses und dem Rasenmähen zu helfen. Es kann auch einige herausfordernde Aufgaben übernehmen, wie das Reparieren ihres Autos oder das Zubereiten einer Mahlzeit. Auf der anderen Seite werden sie es nicht die ganze Zeit alle Routineaufgaben erledigen sehen, da es sich dessen bewusst ist, was es tut. Tesla-Fahrzeuge verfügen über einige der besten Softwarelösungen der Welt, mit unglaublicher KI-Technologie für Navigation und autonomes Fahren. Neben ihrem schicken Aussehen stoßen sie keine giftigen Chemikalien aus wie herkömmliche Autos. Sie sind extrem schnell und können sich mit ihrem Telefon verbinden und ihnen bei vielen Aufgaben helfen, während sie unterwegs sind. Die Autos werden mit Hilfe von modernster Technologie gebaut und sind sehr langlebig. Aber Tesla ist mehr als nur ein Autohersteller. Technisch gesehen ist es auch ein Softwareunternehmen. Der Autopilot sammelt Daten aus der realen Welt in Echtzeit und lädt sie auf ihre Server hoch. Wenn also viele Tesla-Fahrzeuge auf der Straße unterwegs sind, aktualisieren sie ständig die Karten und die Intelligenz, damit jedes Tesla-Fahrzeug diese neuen Informationen aufnehmen und beim autonomen Fahren anwenden kann. Wenn also Ihr Tesla im Selbstfahrmodus ist und Sie auf ein Schlagloch treffen, wird dieser Vorfall für andere Tesla-Benutzer gespeichert, um Sie davor zu warnen. Die KI ist gut genug, um Routen zu folgen und sich durch den Verkehr zu navigieren. Sie kann sogar Fußgänger auf dem Gehweg wahrnehmen oder wenn diese die Straße überqueren, ohne zu schauen. Sie kann auch bestimmte Hindernisse vermeiden und sich durch die Analyse ihrer Umgebung auf engen Flächen selbst parken. Das gesamte System basiert also darauf, dass Menschen es ständig aktualisieren, damit die KI verstehen kann, was vor sich geht. So wird auch der Tesla-Bot funktionieren. Er wird tägliche Aufgaben erledigen und aus bestimmten Fehlern lernen, die er möglicherweise macht. Der Roboter ist mit vielen Kameras und Sensoren ausgestattet, um sich beim Stehen auf seinen zwei Füßen auszubalancieren. Tesla-Autos sind im Grunde genommen einfach nur Supercomputer auf Rädern. Man könnte sie sogar als Roboterherstellungsunternehmen betrachten, bevor die Ankündigung des Tesla-Bots erfolgte. Es ist fast 180 cm, wiegt 57 Kilogramm und hat einen Bildschirm als Gesicht. Jeder kann es leicht überholen, da es sich nur mit 8 km pro Stunde bewegen kann. Es kann nicht mehr als 20 Kilogramm tragen, aber es kann etwa 68 Kilogramm heben. Somit kann es problemlos etwas wie ein Sofa tragen, ohne dass es sich den Rücken bricht. Und da die künstliche Intelligenz auf Lernen angewiesen ist, wird sie zweifellos hervorragend bei kleinen Aufgaben sein, die nicht viel Einarbeitungszeit benötigen. Es beobachtet, welche Gegenstände es in einen Einkaufswagen legen soll, während es Lebensmitteleinkäufe tätigt. Es wird wahrscheinlich wissen, welche Marke Milch sie speziell mögen und die guten Früchte und Gemüse einpacken. Es könnte sogar Einkäufe tätigen und wissen, wie viel es für ein bestimmtes Budget ausgeben soll. Und für Hausarbeiten kann es wahrscheinlich lernen, das Geschirr zu spülen und aufzuräumen, ohne etwas zu zerbrechen oder gar einige ihrer Sachen zu verlegen. Wenn Sie ein Tesla-Auto besitzen, dann besteht kein Zweifel, dass der Bot im selben Software-Ökosystem wie alle Tesla-Produkte sein wird. Sie können Updates von Ihrem Auto über Ihren Bot als persönlichen Sekretär erhalten. Einige Länder haben bereits KI-Betriebssysteme eingeführt, um tägliche Telefonate von Menschen zu bearbeiten. Sie können das Telefon abheben und ein vollständiges Gespräch mit einem KI-Agenten führen, der in der Lage ist, Ihnen bei der Lösung von Problemen zu helfen. Sie können Tausende von Anrufern bewältigen, ohne dass jemand stundenlang darauf warten muss, mit einem menschlichen Agenten verbunden zu werden. Sie lernen auch aus jedem einzelnen Anruf und fassen dies in ein passendes Skript zusammen, um zu kommunizieren und jedem zu helfen. Chatbots sind genauso nützlich, um Daten von Menschen zu sammeln und ihnen bei ihren Bedürfnissen zu helfen. Der Tesla-Bot kann also lernen, was sie stört oder was sie glücklich oder traurig macht. Sie könnten in der Lage sein, morgens ein Gespräch mit ihm zu führen, als ob sie mit einer echten Person sprechen würden. Und basierend auf den KI-Lernsystem kann er bestimmte Gesten und Bewegungen adaptieren, ähnlich wie Menschen es tun, ohne es zu merken. Jeder Investor, der das hört, würde seine Brieftasche zücken und so viel Geld ausgeben, um dies zur Realität zu machen. Aber es gibt viele Schlupflöcher bei einem humanoiden Lernroboter. Sie können eine Bedrohung für die Cybersicherheit darstellen, da sie Zugang zu all ihren personalisierten Daten und Codes für ihre Bankkonten oder andere wichtige und heikle Dinge haben können.
Einige Cyberkriminelle könnten versuchen, den Bot auf eine bestimmte Weise zu modifizieren, um ihn schneller machen oder schwerere Objekte heben zu lassen. Dem Roboter eine solche Stärke zu verleihen, könnte nach hinten losgehen und jedem in der Nähe schaden. Selbst wenn die Absicht gut ist, könnte der Roboter auf eine andere Weise reagieren, was zu vielen Skandalen führen würde. Da ein Großteil der Tesla-Software auf menschlichem Verhalten und der Umgebung basiert, könnte das Manipulieren eines Roboters nach ihren persönlichen Bedürfnissen eine Katastrophe heraufbeschwören. Elon Musk selbst stellt sich vor, dass Menschen in der Zukunft mit Robotern verschmelzen und so den Weg für unsere evolutionären Nachkommen ebnen. In einer solchen Menschen-Roboter-Welt wird Technologie so sein wie die Luft, die wir atmen. Diese Bots könnten die ersten sein, die den Mars kolonisieren. Nachdem die Bots perfektioniert wurden, um auf Menschen zu reagieren und sogar Entscheidungen zu treffen, könnten diese Roboter auf nichtmenschliche Expeditionen gehen und möglicherweise die ersten sein, die auf anderen Planeten landen. SpaceX, ein weiteres von Musk gegründetes Unternehmen, konzentriert sich darauf, Menschen zum Mond zu bringen und von dort aus zum roten Planeten zu senden. Diese Roboter können auf dem Mond landen, ohne das Leben eines Menschen zu riskieren. Und sie haben bereits die Fähigkeit, sich selbst zu versorgen und können sofort mit der Arbeit beginnen. Einige Roboter könnten für bestimmte Aufgaben wie das Fliegen der Rakete, die Technik oder das Studium des Ökosystems auf dem Mars als Wissenschaftler spezialisiert sein. Menschen hatten bereits Roboter-Erkunder, die die Oberfläche erkunden und beeindruckende Bilder machen. Aber diese Roboter könnten möglicherweise mehr tun und nachahmen, wie es für einen Menschen wäre, auf der Oberfläche des Mars zu laufen, bevor jemand dort landet. Sie können die Empfindungen aufzeichnen und sie zur Erde zurücksenden, damit wir sie beobachten und uns auf die Ankunft der Menschen vorbereiten können. Sie werden mit dem Bau von Gebäuden für Menschen beginnen und ein Ökosystem schaffen. Und bis der Bau abgeschlossen ist, würden die Menschen bereits auf dem Weg zum Mars sein, um ein neues Leben zu beginnen. Die Bots können an der frischen Luft laufen und die physische Arbeit leisten, die zum Bau der Fundamente benötigt wird. Diese Roboter können sogar die Kontrolle über importierte Maschinen übernehmen, um den Boden auszuheben. Geeignete Fahrzeuge, die für den Mars entwickelt wurden, können Dinge schneller erledigen als das, was wir im Moment haben. Die Technologie wird dann so fortschrittlich sein, dass es sogar so aussehen könnte, als würden sie auf der Erde leben. In einer Montagelinie in einer Fabrik sind die Roboter selbst nicht in menschlicher Form gestaltet, um die Maschinen zu bedienen und die Teile zusammenzusetzen. Vielmehr sind die Roboter dazu gebaut, an etwas Spezifischem zu arbeiten. Es würde keinen Sinn machen, einen humanoiden Roboter zu bauen, der ein Auto fahren und es als selbstfahrendes Auto bezeichnen könnte. Sie haben die Tesla-Autos gebaut, die wir heute kennen, genauso wie einen humanoiden Roboter, der Maschinen in einer Fabrik bedient. Die Roboterarme in den Fabriken können dies perfekt erledigen. Daher werden die Roboter, die auf dem Mars landen würden, höchstwahrscheinlich für bestimmte Aufgaben konzipiert sein. Ein Roboter, der gut im Ausgraben ist, wird wahrscheinlich ein Bulldozer-ähnliches Aussehen haben, aber in unterschiedlichen Größenordnungen. Genauso wie Roboter, die zum Mars fliegen können, speziell für das Fliegen konzipiert werden. Tesla hat mit der Ankündigung des Bots viel Aufsehen erregt. Selbst wenn in der Zukunft nichts passiert, sprechen die Leute bereits über sie und teilen Artikel und Videos von dem tanzenden Roboter. Wenn Sie jemals den zweiten Terminator-Film, Terminator 2, Judgment Day, gesehen haben, erinnern Sie sich wahrscheinlich an diesen Kerl, T-1000. Der Hauptcharakter, so brillant gespielt von Arnold Schwarzenegger, hatte eine Mission. Und es war, Sarah und John Connor vor diesem Roboter, T-1000, zu schützen. Er ist viel stärker als jeder Mensch. Stahlbiegend mit seinen bloßen Händen und wirft viel größere Roboter herum. Aber sein coolstes Feature ist die Fähigkeit, seine Form zu ändern. Aus flüssigem Metall, mimetische Polylegierung, hergestellt, kann er sich sogar nach schweren Schäden erholen. Man könnte sagen, es ist nur ein weiterer Sci-Fi-Film. Aber hören Sie mir zu. Wissenschaftler haben es geschafft, etwas Ähnliches wie T-1000 in Wirklichkeit zu erschaffen. Sie haben ein Material erfunden, das eine Mischung aus Metallen ist, mit einigen ziemlich unglaublichen Eigenschaften, magnetoaktive Phasenübergangsmaterie, MPTM. Der Roboter sieht eher aus wie ein superkleines, Lego-großes Modell seines Bildschirmprototyps. Dieser kleine Kerl kann nie in deinen Händen schmelzen. Bei 85,6 Fahrenheit.
und dann wieder seine ursprüngliche Form annehmen. Der Testlauf hat gezeigt, dass er mit dieser Superkraft aus einer kleinen Zelle ausbrechen kann. Das Geheimnis hinter dem, was wie Magie aussieht, ist Physik. Ein Magnetfeld erzeugt einen elektrischen Strom im Inneren eines der Metalle, aus denen der realen T-1000 besteht, Gallium. Es wird dann etwas Wärme erzeugt und fester Stoff wird flüssig. Der winzige Roboter kann unter dem Einfluss von Magnetfeldern auch einige andere Talente zeigen. Er kann das 20-fache seiner Höhe springen, sich mit 1500 Umdrehungen pro Minute drehen und beeindruckende Geschwindigkeiten entwickeln, in Meter pro Sekunde. Haben Sie das Gefühl, dass Sie diesen kleinen Kerl in Ihrem Leben brauchen? Nun, Sie können das Original noch nicht kaufen, aber Sie können immer noch eine Terminator-Actionfigur oder Einbaukasten erwerben. Was das Material, das Schmelzen und wieder erstarren kann, betrifft, so wird es mehr praktische Anwendungen als nur die Zuschauer zu unterhalten haben. Stellen Sie sich ein Werkzeug vor, das auch die engsten Ecken erreicht. Sie verwandeln es in seine flüssige Form. Es gelangt in das Loch und wird dann wieder fest und versiegelt es. Klingt wie der Traum eines jeden Ingenieurs. Es kann auch als Schweißer auf einer LED-Schaltung dienen, da Gallium, das Metall, aus dem es besteht, ein hervorragender Stromleiter ist. Und es könnte potenziell Leben retten, indem es Medikamente liefert und Fremdkörper aus den Organen der Patienten entfernt. MPTM ist nicht das erste Material, das Terminator-Fans sagen lässt. Warte, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Lerne Nitinol kennen. Es ist ein superelastisches Material, das sich an seine ursprüngliche Form erinnert und immer wieder dorthin zurückkehrt, egal wie sehr man es verbiegt. Bisher wird es erfolgreich zur Herstellung von Stents verwendet. Das sind kleine Netzröhren, die die Arterien für diejenigen offen halten, die sie brauchen. Nitinol macht diesen Job perfekt, da es sich bei Bedarf bei kühler Temperatur verbiegen kann und bei Erwärmung wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt. Es ist auch sehr haltbar, perfekt dafür, lange zu halten. Deshalb wird es auch zur Herstellung von Zahnspangen, mechanischen Urfedern, Einsätzen für Golfschläger und, hier kommt mein Favorit, selbstbiegenden Löffeln für Zaubershows verwendet. Eine andere Terminator-Realität, die auch unsere geworden ist, ist der massive Einsatz von Drohnen. Sie liefern deine Last-Minute-Bestellung dieser Tasche, die du für deinen Urlaub brauchst, nehmen die besten Aufnahmen für Nachrichtensendungen und Onkel Tims Hochzeit auf, unterstützen Such- und Rettungsteams, transportieren Hilfsmittel, überwachen die Tierwelt und inspizieren sonst nicht zugängliche Teile von Gebäuden. Okay, ich glaube, es ist einfacher aufzulisten, was sie nicht tun. Im zweiten Teil des Films erklärt Schwarzeneggers Figur, dass sein CPU ein neuronaler Netzwerkprozessor ist. Und je mehr Kontakt er zu Menschen hat, desto mehr lernt er. Wenn Sie jetzt Lust haben, den Film erneut anzusehen, um Ihre Erinnerung aufzufrischen, können Sie immer eine Kopie auf Amazon erhalten. Es klingt so, als ob der Terminator von realen neuronalen Netzwerken spricht, nicht wahr? Diese sind so konzipiert, dass sie wie ein menschliches Gehirn funktionieren. Die Idee ist, den Computer zu trainieren, Aufgaben durch die Analyse von Tausenden von Trainingsbeispielen zu erledigen. Ein Objekterkennungssystem lernt, wie ein Auto oder ein Pudel aussieht, indem es viele, viele Bilder davon ansieht und einige Muster herausfiltert. Sobald sie ausreichend trainiert sind, können sie alle möglichen Dinge tun, von der Vorhersage des Wetters und der Lage auf dem Aktienmarkt bis hin zur Gesichtserkennung und der Empfehlung von Netflix-Shows für sie. Das klingt alles gut, aber geben Sie es zu. Das Coolste im Film sind diese beängstigend menschlich aussehenden Roboter. Viele humanoiden Roboter befinden sich derzeit noch im Projektstadium. Aber es gibt einige, die ziemlich lebendig und aktiv sind. Einige von ihnen arbeiten in Fabriken und Lagern, weil sie wirklich gut in Logistik und Fertigung sind. Sie dirigieren ganze Orchester, tauchen unter das Meer, helfen älteren Menschen. Hey, gibt es etwas, was sie nicht gut können? Sollten wir anfangen zu befürchten, dass wir bald von ihnen ersetzt werden? Während KI immer besser wird, ist das zum Glück immer noch unwahrscheinlich. Maschinen haben immer noch keine emotionale Intelligenz und Entscheidungsfähigkeiten wie Menschen. Sie sind sehr intelligent, haben aber einfach keine Motivation, die Welt zu übernehmen, es sei denn, Menschen sagen ihnen das.
Und selbst wenn ein KI-System oder eine App beschließt, sich zu befreien und das Universum zu beherrschen, ist es unwahrscheinlich, dass es genug Macht dazu hat. Also atmen sie aus. Etwas, was diese Humanoiden allerdings gemeistert haben, ist ein Sinn für Humor. Als ein Mann einen Roboter auf einer Messe in Las Vegas ansprach, ob sie einen Freund habe, antwortete die Maschine, dass sie leider nicht auf dem Markt sei, weil auch Roboter keine Beziehungen haben. Von KI abgewiesen zu werden, das sind wohl Probleme des 21. Jahrhunderts. Der herzzerreißende Name des Roboters war Ameca. Seine Erfinder, das britische Unternehmen Engineered Arts, bezeichnen ihn als den fortschrittlichsten humanoiden Roboter der Welt. Er ist so detailliert und lebensecht, dass es mich nicht überrascht, dass dieser Typ mit ihm flirten wollte. Ameca hat ein ganzes Gefühlsspektrum und kann realistische Verblüffung und Überraschung zeigen. Und was nicht alles. Er scannt sogar, zuckt mit den Schultern, blinzelt und kratzt sich an der Nase. Amecas Augen haben Kameras. Daher kann es sich ihr Gesicht merken und verfolgen. Deshalb fühlt es sich nicht so an, als würden sie auf einen Bildschirm starren, wenn sie mit ihm sprechen. Es kann auch Objekte wie einen menschlichen Finger vor seinem Gesicht erkennen, sodass es reagiert, wenn sie sich ihm nähern. Diese Schönheit ist überhaupt nicht schwer zu bedienen. Sie basiert auf einer cloud-basierten Firmware, die sich selbst aktualisiert. Und selbst eine völlig technikunbedarfte Person kann Ameca verwenden. Sie können ihren Roboter von überall aus steuern, indem sie sich einfach in sein Software-System einloggen. Stellen Sie sich vor, Sie stecken im Verkehr fest und Ihr Roboter-Assistent begrüßt Gäste und präsentiert Ihr Projekt ohne Ihre physische Anwesenheit. Seine KI ist so fortschrittlich, dass Sie sie verwenden können, um gleichzeitig an zwei verschiedenen Aufgaben zu arbeiten. Sie kann sogar eine wichtigere Aufgabe herausfiltern und diese zu Ihrer Priorität machen. Wenn Sie daran denken, eine Ameca zu kaufen, seien Sie darauf vorbereitet, über $100.000 zu zahlen. Atlas, ein Humanoid entwickelt von Boston Dynamics, kann Treppen rauf und runter rennen, zwischen Ebenen springen und schwere Dinge aufheben. Schon heute tummeln sich jeden Monat rund 400 Millionen Menschen in virtuellen Welten. Das klingt nicht nach wirklich viel, aber hey, ich sitze auch auf der anderen Seite deines Bildschirms. Jedenfalls ist die Science-Fiction-Zukunft, auf die wir so lange gewartet haben, längst da. Und die Technik soll uns nicht nur Spaß machen, sondern auch das Leben erleichtern. Das beweisen diese Erfindungen. Also, mach dich bereit, ich nehme dich mit in die nahe Zukunft und zeige dir, wie sie bald aussehen könnte. Du stehst morgens auf und gehst in die Küche direkt zu deinem intelligenten Kühlschrank. Die größten Technologie- und Haushaltsgerätehersteller der Welt arbeiten seit einiger Zeit daran, Kühlschränke mit unglaublichen Funktionen zu entwickeln. Diese Geräte können den Inhalt scannen und erkennen, welche Lebensmittel langsam zur Neige gehen. Die eingebauten Touchscreens bieten eine Vielzahl von Informationen, wie zum Beispiel den Tagesplan oder eine Diashow mit Familienfotos. Wie andere drahtlose Geräte, die du besitzt, kannst du sie mit dem WLAN in deinem Haus verbinden. Sobald sie mit dem Internet verbunden sind, können sie mit anderen vernetzten Geräten in deinem Haus kommunizieren. Auf diese Weise kannst du sogar die Fernsehsendung, die du gerade im Wohnzimmer schaust, auf den Touchscreen deines intelligenten Kühlschranks übertragen, damit du nichts Wichtiges verpasst. Das Display informiert dich auch darüber, wann du bestimmte Artikel nachbestellen solltest und es schlägt dir Rezepte vor, die auf den Zutaten basieren, die sich bereits in deinem Kühlschrank befinden. Neue und verbesserte Kühlschränke nutzen ein System, das auf Strichcodes oder RFID-Etiketten auf Lebensmittelverpackungen basiert, die bereits von Lebensmittelherstellern für die Lagerung und den Versand verwendet werden. Durch Scannen der Etiketten oder Strichcodes kann der Kühlschrank das Haltbarkeitsdatum und andere Details der Lebensmittel verfolgen und so einen genauen Überblick behalten. Ein solcher Kühlschrank, der sogar eine Einkaufsliste erstellen kann, kostet zwischen $2.000 und $5.000. Wenn die Kaffeesahne zur Neige geht, warnt dich dein intelligenter Kühlschrank und zeigt dir an, dass es Zeit zum Einkaufen ist. Aber keine Sorge, zum Einkaufen brauchst du weder Bargeld noch Kreditkarte. Und das dank der Möglichkeit, sich winzige Mikrochips in die Hand implantieren zu lassen. Aber nicht zu euphorisch werden, so ein Chip macht dich nicht zum coolen Cyborg oder so. Diese Chip-Technologie, die bereits in digitalen Hausschlüsseln,
E-Tickets und Bankkarten zum Einsatz kommt, ermöglicht es diese, sobald sie einmal implantiert ist, mit all deinen Online-Konten zu verknüpfen. So kannst du mit einem Handgriff deine Haustür öffnen, öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder einkaufen gehen. Wenn du dann nach Hause kommst und einen Kaffee mit veganer Sahne trinkst, musst du dir dank des Cyberkochs auch gar keine Sorgen mehr darüber machen, was du isst. Du kannst dich stattdessen einfach zurücklehnen und deinen Kaffee genießen. Im Jahr 2015 hat eine Robotikfirma eine neue Erfindung vorgestellt. Einen Roboter, der mit riesigen Händen Essen zubereitet. Dieser Meisterkoch ist bereits mit Tausenden von Rezepten von Spitzenköchen vorprogrammiert, sodass du nicht mehr googeln musst, wie man die perfekte Kuchenkruste macht. Der Roboter namens Molly kann alles vom Schütteln bis zum Rühren, aber leider nicht die Zutaten für die Rezepte, die er zubereiten soll. Zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich zu viele Science-Fiction-Filme gesehen habe, aber es ist keine gute Idee, einem Roboter ein Messer in die Hand zu drücken. Aber wenn man ihm die Zutaten in speziellen Behältern zur Verfügung stellt, kann er wenigstens sehen, welche er nehmen muss. Und wenn das Essen fertig ist, räumt Molly sogar den Tisch ab. Endlich hast du einen eigenen Tischabräumer. Molly kann seine Rezepte nach deinen Ernährungsvorlieben und Kalorienvorgaben planen und anpassen. Außerdem kannst du über den Touchscreen einige Rezepte hinzufügen, die Molly dann genau für dich kocht. Sogar den Lieblingsauflauf deiner Oma. Allerdings kostet Molly stolze $340.000, was dich vielleicht darüber nachdenken lässt, ob du für das gleiche Geld nicht einen persönlichen Koch engagieren könntest, der sogar die Zutaten für dich zubereitet. So, und als die Uhr 12 schlägt, erhältst du eine SMS von deiner Mutter. Sie erinnert dich daran, dass sie in einer Stunde zu Besuch kommt. Oh, das hast du total vergessen. Du schaust dich um und stellst fest, dass du schon sehr lange nicht mehr geputzt hast und du willst nicht, dass sie das Chaos sieht. Superanzüge können hier sehr hilfreich sein. Ein Beispiel ist der Guardian XO, ein mechanisches, batteriebetriebenes Ganzkörper-Exoskelett, das schneller und stärker macht. Es nutzt Elektromotoren und 120 hochmoderne, ultrapräzise Körpersensoren, um menschliche Intelligenz, Instinkt und Urteilsvermögen mit der Ausdauer und Präzision von Maschinen zu verbinden. Er steigert deine Kraft und ermöglicht es dir, ein Gewicht von bis zu 90 Kilogramm zu heben, als würdest du eine Feder anheben, ohne in deinen Bewegungen eingeschränkt zu sein. So kannst du schnell und einfach unter dem Sofa, dem Bett oder dem schicken Kühlschrank aufräumen, bevor deine Mutter kommt. Das nenne ich mal Produktivität. Aber mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Der Guardian XO kann keine Busse stoppen wie Superman oder über die Wolkenkratzer springen wie Neo. Er kann nicht die Welt retten, aber er kann dir das Leben leichter machen, wenn du in ein neues Haus ziehst. Das Tolle an ihm ist, dass man ihn tatsächlich kaufen kann, wenn man genug Geld verdient, um $100.000 im Jahr für die Miete auszugeben. Wow, du hast so schnell aufgeräumt, dass du noch Zeit hast, bevor Mom nach Hause kommt. Warum dann nicht noch eine Runde joggen gehen? Dein neuer Anzug hat dir beim Putzen so viel Arbeit abgenommen, dass du kaum Kalorien verbrannt hast. Also schlüpf in deine futuristischen Sci-Fi-Sneakers und los geht's. Der Cryptide-Sneaker ist ein komplett 3D-gedruckter Schuh, der wie ein Lebewesen aussieht. Er besteht aus einem einzigen Material, einem speziellen Polymer namens thermoplastisches Elastomer. Dieses Material ist an verschiedenen Stellen unterschiedlich dick oder dünn. Das heißt, während bestimmte Teile des Sneakers steifer werden, bleiben andere weich und flexibel. Dadurch ist der Schuh ergonomisch und bequem und lässt sich schnell und einfach herstellen. Der gesamte Schuh kann in einem Arbeitsgang gedruckt werden und muss weder geklebt noch genäht werden. Und das Beste, die Form lässt sich an den eigenen Fuß anpassen. Dafür genügt ein 3D-Scan des Fußes. Du kommst gerade noch rechtzeitig nach Hause, um deine Mutter zu begrüßen. Sie schlägt vor, einen gemütlichen Nachmittag zusammen zu verbringen und gemeinsam zu lesen oder einen Film anzuschauen. Du zeigst ihr dein neues Lieblingsbuch. Während deine Mutter darin blättert, bemerkst du, dass sie die Worte kaum lesen kann, weil sie die Augen zusammenkneift. Deine Mutter sagt, dass sie die Buchseiten gerne so heranzoomen würde, wie du es auf deinen Instagram-Fotos machst. Da fällt dir ein, dass es vielleicht eine Lösung für ihr Problem gibt. Im Jahr 2019 hat ein Forscherteam Kontaktlinsen entwickelt, die beim zweiten Blinzeln zoomen. Diese Kontaktlinsen enthalten Elektroden, die bestimmte elektrische Signale erkennen und darauf reagieren können.
Die Polymere, aus denen sie bestehen, dehnen sich aus, wenn eine bestimmte elektrische Spannung angelegt wird. Wenn man dann also zweimal blinzelt, dehnen sich die Linsen aus und lassen alles um 32% größer erscheinen. Allerdings müssen die Forscher noch herausfinden, wie sie diese Linsen aus dem gleichen Material wie normale Kontaktlinsen herstellen können, um sie für den täglichen Gebrauch sicher zu machen. Und bis diese Innovation auf den Markt kommt, wird es noch eine Weile dauern. Neben den herkömmlichen Zoom-Objektiven arbeiten einige Forscher an sogenannten intelligenten Objektiven. Diese werden winzige Navigationssensoren, Bildsensoren und fast mikroskopisch kleine Batterien enthalten und über fast unsichtbare Mikro-LED-Displays verfügen, die kleiner als ein Sandkorn sind. Diese Linsen werden dich durch fremde Städte navigieren und dir Informationen über Gebäude und Menschen geben. Wow, Reisen leicht gemacht. Bist du nicht froh, dass du den Treuhandfonds hast, um das zu bezahlen? Moment, kein Treuhandfonds, aber es gibt ja noch Instagram.